Sorry, irgendwie ist, hat mein Spore gerade gehangen, aber ist nicht abgestürzt, zum Glück. So, wir waren hier gerade stehen geblieben an den Namen. Replukan, einfach nur so ein Namen. Wir können ja immer ändern, aber ich möchte ihn ehrlich gesagt nicht ändern, weil das, Replukan. Ach, wir nennen ihn einfach Replukan. Einfach just for fun. Speichern und beenden. Und da sind wir auch schon geschlüpft. Und ich speichere jetzt erstmal lieber. Ich speichere öfter, bevor irgendwas abschmiert und ich muss alles wieder von vorne machen. Das wollen wir ja nicht. Das wäre ziemlich schlecht. So. Da haben wir gespeichert. Und hier, Geschichte. Wir haben eine kleine Geschichte, was wir alles da gemacht haben. Aus den Meteoriten gekrochen. Das Zellen zu bekommen. Deine Zelle hat 5 Zellen vernichtet. Deine Zelle hat 18 Fleischstücke gefressen. Und wir haben uns weiterentwickelt. Das hier ist, das heißt, wenn wir Fleisch fressen, dann geht das immer mehr, dann geht die Linie immer mehr nach unten und dann entscheidet sich, ob wir Fleischfresser oder Pflanzenfresser werden. Und wenn wir Pflanzen fressen, geht das immer nach oben. Aber wenn wir im mittleren Bereich sind, dann können wir Allesfresser werden. Und das hat natürlich sehr, sehr große Auswirkungen auf unsere Zukunft. Und hier können wir auch so, haben wir verschiedene Erfolgfähigkeiten, die wir dann in den späteren Phasen bekommen. Zum Beispiel, wenn wir Fleischfresser werden, bekommen wir die hier. Die hätten wir dann in der Kreaturenphase. Diese bekämen wir in der Stammesphase, die in der Zivil und die in der Weltraumphase. Genau so ist es hier und hier. Ganz einfach. Und wir würden natürlich, also ich hätte vorgehabt, hier Allesfresser zu werden. Das heißt, dass wir auch jetzt mal ein paar Pflanzen fressen. Zum Beispiel hier. Njam, njam, njam. Njam. So, da ist eine weitere Zelle, die könnte auch mal. Könnte auch mal ein paar Zellen hier haben. Oh, jetzt sind wir größer geworden, jetzt können wir die schon ein bisschen runter. Ach, der Düsenteiler. Das heißt, wenn wir den umbringen, bekommen wir Düsen. Ah, die Düsen sind echt schlechte Bewegung, wenn ihr mich fragt. Dankeschön für die Düsen. Ach, hier, was ich auch am Pflanzenfresser so toll finde. Da gibt es diese großen Dinger. Da kann man ganz schnell sich hier mal ein paar Pflanzen abklustern. Das Problem ist, andere Pflanzenfresser fressen diese Dinger auch. Und die können sie wegfressen. Das heißt, schnell umbringen. Oder wegscheuchen. Geht auch. So asozial sind wir nun auch wieder nicht. Komm. Ja, ich habe ja auch mal in einem Info-Video, BZW, in meinem Abo-Special gesagt, dass es auf den Publisher ankommt, wegen Let's Plays und so, aber wir haben Glück, EA hat nichts dagegen, EA hat nichts gegen Gameplays. Ach, wenn wir die umbringen, dann bekommen wir Zilien, und die Zilien helfen uns dazu, uns schnell zu drehen. Diese würde ich gerne haben und an unsere Kreatur anheften. Und, komm schon, nein, 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 die sind viel zu schnell, wir haben Bewegung 2, wir haben nur Bewegung 1. Verdammt. Und, ah. Nein. Der hat Gift. Aber ich möchte schnell noch das Teil haben. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Wenn wir den umbringen, bekommen wir Gift. Und Gift hinterlässt halt so Giftspuren im Wasser. Und wir sind gestorben. Und wir schlüpfen, zack, aus dem Meteoriten wieder raus. Ich würde sagen, wir rufen mal unseren Partner. Ne, warte, nicht Partner rufen. Da, das ist ein Meteorit. Und daraus bekommen wir auch einen Teil. Ja, mir egal. Komm schon. Und außerdem, wenn wir was fressen. Ja, Gift. Giftsprung. Und wenn wir was fressen, dann heilen wir uns auch. Ja. So, wir haben 20 DNA gesammelt. Das heißt... Oh, ja, ja. Ja, wir paaren uns. Und Küsschen. Und schon Ei gelegt. Obwohl Zellen sich ja eigentlich durch Zellenteilung vermehren. Ja, was können wir machen? Wir können uns hier ein paar Stacheln am Hintern machen. Nee, nicht am Hintern. Weil wenn Kreaturen mit dem Mund gegen Stacheln kommen, dann gewinnen die Stacheln und die bekommen Schaden. Das heißt, Stacheln gegen Mund gewinnt. Stacheln gegen Stacheln prallt ab. Mund gegen Mund prallt ab. Aber Stacheln gewinnt gegen Mund. So, Gift. Wir könnten uns vielleicht... Das wäre eigentlich eine gute... Eine gute Kombination ist Ziel hier
und Gift. Das heißt, wir können uns schnell drehen und dann machen wir uns umherum eine riesige Giftwolke und dann können wir uns gut verteidigen. Das ist eine gute Taktik, die ich selber mir ausgedacht habe. Ich würde sagen, wir erhöhen erstmal unser Tempo. Ja, finde ich auch. Ganz toll. Ja, richtig. Also EA hat zum Glück nichts gegen Gameplays. Und ein Let's Play ist ein kommentiertes Gameplay. Das heißt, ich werde auch höchstwahrscheinlich die Sims 2 Let's Playen. Das mit allen Erweiterungspacks. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Erstmal schön speichern. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und jetzt... Oh, da oben. Jede Menge Pflanzen. Ach, ein Artgenossen. Artgenossen können wir natürlich nicht umbringen. Schade. Kannibalismus ist hier wohl nicht so angesagt, ne? Ne, Kumpel? Gut, jetzt können wir uns hier ganz schnell drehen, dank den Zilien. Aber unser Kumpel frisst uns hier alles weg. Aber wir müssen noch fressen, damit unsere Spezies weitergeführt werden kann. Das heißt, ich muss meine Kumpels hier alles wegfressen. Ja, jetzt bin ich größer geworden. Ach, und wenn wir die umbringen, bekommen wir Strom. Dann können wir uns... Und Strom. Zack. Dann, ja, guck hier, dann kommt so eine große Stromwelle. Und wenn ein Viech dagegen kommt, dann bekommt er einen Stromschlag. Ich guck mal auf unsere Geschichte. Ja, wir sind im mittleren Bereich. Noch ein paar mehr Pflanzen, wir sind genau in der Mitte. Und diese großen Viecher können uns mit einem Schlag auffressen. Seht ihr? Aber jetzt sind wir genau gleich groß. Aber ich glaube, ich hau lieber ab, weil er zu viel Verteidigung hat. Jetzt können wir uns eigentlich theoretisch Gift machen. Mach ich auch mal. Hey, lass meinen Kumpel in Ruhe. Ja. Oh, ja. So, Gift können wir hier machen. Hier eignet sich Gift gut an. Das machen wir, glaube ich, mal ein bisschen so. Ja, ganz gut, ganz gut. Speichern und beenden. Und schon sind wir geschifft, seht ihr? Jetzt hinterlassen wir hinter uns eine Giftspur. Und wir werden noch gegen Gift immun. Wir werden auch noch gegen Gift immun. Und zum Beispiel, wenn wir auch Strom haben, dann werden wir auch gegen Strom immun. Guck hier, wenn wir uns jetzt so schnell bewegen, Giftwolke und die Gegner ersticken um uns herum. So, wir haben es auch schon fast geschafft. Die Zellenphase ist die kürzeste Phase. Und das heißt, gib mal dein Fleisch. Das heißt, wir sind auch schon fast in der Kreaturenphase, aber die anderen Phasen dauern viel, viel länger, glaubt mir. Ich würde sagen, wir brauchen mal wieder mehr Fleisch. Nicht Fleisch, sondern mehr Pflanzen, damit wir noch nicht im pflanzlichen Bereich kommen. Denn wir wollen ja Allesfresser werden. Und dann kriegen wir auch die Allesfresser-Münder in der Kreaturenphase. Lass mich, du Kugelfisch. Lass mich. Der ist ja gegen Gift immun. Boah, Alter. Schnell Pflanzen fressen, damit wir uns heilen können. So. Okay, jetzt kann der Typ nochmal kommen, ne? Oh, Pflanzen. Okay, der kann uns wirklich in einem Schlag wegfressen. Und noch mehr Pflanzen. Na, Drüsenpeter, alles klar? Heute schon gefressen worden? Ja? Ach, schade. Ach, von mir? Ja, dann bin ich ganz zufrieden. So. Okay, die FPS geht langsam runter, aber 25 noch ganz in Ordnung. So, noch ein bisschen. Und zack. Wie viel haben wir jetzt? Ja, wir sind im mittleren Bereich. Das ist schon mal ziemlich gut. Okay, wer braucht noch einen Teil? Zellenteile freischalten. Jage Alpha-Zellen oder brich Meteoritenrisse auf, um neue Teile zu bekommen. So, da ist noch ein Artgenosse von uns. Na, Kumpel, alles klar? Ja, du bist größer als ich. Komisch, ne? Obwohl ich derjenige bin, der unsere Spezies weitermacht. Und nicht dir. Ach, fette Muscheln. Das ist einfach nur zur Dekoration und wir können nicht durchschwimmen. Und ihr hört bestimmt schon diese Musik. Das bedeutet, dass wir unserem Ziel schon nah sind. Oh, Pflanzeneier. Was heißt Pflanzeneier? Zelleneier. Wenn die schlüpfen, Mann, das sind Fleischmeister und die greifen einen an, obwohl man auch extrem groß ist. Mann, ich würde gerne schon ein paar Stacheln noch haben. Und?
Glückwunsch, du bist auf dem besten Wege, ein Bewusstsein zu entwickeln. Yeah, wir könnten jetzt theoretisch in die Kreaturenphase, aber... so. Ja, danke fürs Gift. Aber ich würde sagen, wir paaren noch unsere Zellen noch einmal. Und dann steigen wir auch schon in die Kreaturenphase ein. Das geht aber schnell.